auf die andere Seite und dann reiten wir runter. Was soll das werden? Steig aus. Ja, auf jeden Fall. Also da meckere ich auch nicht. Nee, war alles perfekt. Den Zap hattest du übrigens eigentlich schon vorgestern gehabt. Aber dadurch, dass du ja nicht gestreamt hast, konnte ich das ja nicht im Chat posten lassen. Von Twitch. Deswegen erst gestern. Ja, ich war völlig überrascht. Und dann, wenn dann auch gleich so viele Leute auf einmal folgen und so, weißt du, das ist alles so ungewohnt für mich. Weil das halt nicht so, jetzt mal nicht so häufig passiert, ne? Und dann sind da auf einmal so viele Leute und dann wollen die da auch noch unterhalten werden, ne? Bleibt schon viel auf einmal dann immer so. Bin das ja nicht gewöhnt, dass dann so viele Leute auf einmal da sind, weißt du? Hast mich da ganz schön überrumpelt. Aber wie ich sehe, hast du auch den Hype-Boss ordentlich was abgezogen, wa? Der hatte gestern nur 800 irgendwas HP oder so. Hat er nur 500. Hast ihm ordentlich eine Schelle gegeben, ey. Das Krepeltor von Lunden. Vielleicht finde ich hier einen Amtsmann, der sein Salz wert ist. Ruhig bleiben! Achso. Katzen. Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Oh, Chris Hemsworths Stimme. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat dir das Sagen? Ich würde gern mit ihm sprechen, wenn möglich. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach Lunden kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Die sind auch irgendwie alle gleich aus, oder? Die Typen. Afgos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Das dauert so lang. Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Afgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus. Das ist ungehörig. Angel ihn raus. Der Typ. Ey. Bäm, ja. Bäm, Junge. Oh. Ich versuch's. Der hat gerade einen Elbow-Drop gemacht, Alter. Pass auf deinen Kopf auf. Er hat schon den Elbow-Drop gemacht, Alter. Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. Das sah gut aus. Roald, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann.
Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist ein Mann. Ich bin der Greve von Lundens Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von Lunden. Herzchen, ja. Bisschen Schmeicheln? Ein stattlicher Name für einen stattlichen Mann. Ich mag Leute, die in einer Schlägerei bestehen. Um aufrecht durch Lunden zu gehen, muss man wissen, wie man seine Fäuste schwingt. Ich habe das wirklich so gemeint. Nun, ich weiß deine Offenheit zu würdigen. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Smoke weed every day. Ja, viel Spaß beim Pottrauchen. Und wie soll ich dich nennen? Schläger Schreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist eine gute Verbündete. Das ist also Lunden. Eine Stadt von Riesen erbaut. Ja, ja, hast du schon verstanden. Ein alter Ort, so unwirsch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenwick, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Wie der Mönch sich da kloppt. Oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard. Und nun der furchtlose Greve von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in Lunden niederwerfen mussten. 2 oder 3 Jahre muss es her sein. Ich lernte Erke durch Trück kennen und nun laufen wir Greven durch die Stadt wie Eltern, die nach ihren Kindern sehen. Ein Sohn des Landes und ein Däne. Lunden besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Moment. Hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Gute Männer. Also entweder war es ein Hinterhalt oder wir waren echt schlecht. Schlecht in der Ausbildung. Gott, nein! Nein, nein, nein! Und jemand draufgegangen? Es brauchte 3 Pfeile, ihn zu töten. Die anderen 12 waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Broker sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn dann zurücknennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein. Lundens zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stowe war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Sie kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit ihrem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Titi. Wie kam dieser Mörder zu ihm durch? Er muss sie gekannt haben. Gut genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Oh nein. Was ist? Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. In Trücks Pult. Oh ja, der alte Mann hatte muntere Augen und Hände. Das wusste ich nicht. Ich hätte nie... Er wollte nicht, dass du es weißt.
Das war sein Geheimnis. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Was gefunden? Außer genug Blut, um die verblassende Stadt anzustreichen? Nein. Ja, sein. Schmerzlinderung und so. Wird ja auch medizinisch verabreicht, ne? Ich werde einfach nicht schlau aus alledem. Ich verstehe das nicht. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, während Eivor die ganze Arbeit macht. Drei Fußspurpaare führen weg. 2 durchschnittliche und ein riesiges. Hagrid! Oh ne, falsches Spiel, ne? Ja. Oh. Das Handwerkszeug eines Baders. Scharf und präzise für saubere Schnitte. Damit wurde Tryggs Kopf von seinem Hals getrennt. Ja, vielleicht. Wenn das angemessen ist. Hast du denn Schmerzen oder was? Beine, Arme, Rücken? Füße und Rücken? Liegt vielleicht am Sessel oder am Sitz oder was? Okay, was haben wir sonst noch? Vielleicht draußen? Hier drinnen scheint nichts mehr zu sein. Komm, wir gehen mal draußen gucken. Vielleicht haben wir hier draußen noch ein bisschen Glück. Er sieht nicht so aus. Jo, probier's. Hier ist noch was, oder? Oh, was ist das? Ruhig. Ah. Von da aus dann... So, wegen der Nervenkrankheit. Ein Opa-Sessel. Der extra weich gefüttert, oder was? Oder hat der so eine bestimmte Passform? Weich? Naja, soll halt nicht wehtun, ne, wenn du da mit deinem knochigen Arsch dich raufsetzen tust. Soll halt weich sein, ne? Oh, ein Ultra, ne, mal gucken. Du hast ihn ignoriert, den kriegst du dafür... 1560 Token, nice. Yeeha!
Zum Geier. Irgendwie oben noch was? Lol, da oben hängt einer. Wer bist du denn, Junge? Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment, er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Drücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Drück wurde im Sitzen erschossen. Vermutlich, als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Drücks Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf. Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spurenpaare führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte drei Heiden. Nur ihre Spitznamen. Der Blutegel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Ey, Baldersack! Es könnte jeder in London sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in London zu. Der Blutegel stammt wohl aus West Saxe. Auch davon gibt es so viele in London. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener. Doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Mithras-Tempel. Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein. Mithras war eine heidnische Idee. Ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt, die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Broger? Tja, jetzt haben die Leute Wind von der unschönen Sache bekommen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Er liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Greve gebraucht. Bleib fern, bleib fern! Der Kampf ist vorbei. Bald wird es eine Versammlung geben. Er hat doch gesagt, es haben nur drei Pfeile gebraucht, um ihn zu töten. Und mehr, um ihn zu demütigen. Aber ich würde eher genau andersrum denken. Dass die 12 Pfeile gebraucht haben, um ihn zu töten und nicht, um ihn zu demütigen. Der Koffer hat auch nur 4 Zahlen, vielleicht morgen. So weit habt ihr ihn jetzt schon runtergeprescht auf 4 Zahlen, ja. Was? Der ist schon ordentlich zusammengearbeitet. Naja, die anderen raten ja auch mit, ne? Ihr könnt euch ja auch austauschen. Falls die Greven ihre Meinung ändern,
werde ich sie ausweiden und eine Marionette auf Lundens Thron setzen müssen. Aber Stowe scheint ein guter Mann zu sein. Ihm traue ich vorerst. Vorerst, sagt sie. Okay, dann gucken wir mal, wo wir eventuell ein paar schöne Schätze sammeln können. Hier, der sieht groß aus. Naja, okay, jetzt nicht mehr. Und weiter weg sah irgendwie größer aus. Hier darf mich niemand sehen. Wieso cheaten? Wie kommst du denn auf cheaten? Ihr könnt auch gemeinsam euch gegenseitig unterstützen, da ihr könnt ja das Geld dann aufteilen. Also die Token könnt ihr aufteilen, was danach geht. Zeig es mir. Ja, teilen halt. Kennst du nicht. Nix da. So wie der Mike immer mit euch teilt. Da. Jasmin Emesina sagt, I have to number 9 Sekunden. In number 9 large, in number 6 with extra dip, in number 7, to number 45 Sekunden, one with cheese, and a large cider. Guten Morgen, Mädchen. Bist du nicht ganz wach, ne? Hast du, ich spiele einen Sound ab, hast du aus Versehen gemacht. Anstatt Text to Speech, ja. Werd erstmal wach. Inuzipu. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich dir. Oh, hier können wir wieder gamblen und so. Gibt's hier auch einen Spottstreit? Nee, ne? Hier gibt's keinen Spottstreit. Hilf mir. Sei meine Augen. Nee, hier gibt's keinen Spottstreit. Gibt's denn hier so viele Läden? Oder ist das da hinten schon wieder eine andere Stadt? Wenn eine andere Stadt zu sein, oder? Das hier ist wie Berlin. Und das hier links ist wie Potsdam. Ach, guck mal, hier haben wir ja noch den Vogel. Stimmt, den könnten wir ja auch noch markieren. Explodiert, sag ich nur. Headshot.
Headshot. Und jetzt die Leute noch warnen? Nee, ne? So, nur kurz so. Was ist mit dir los, Junge? Wo willst du denn hin? Okay, wie kommen wir da rein? Da oben offen? Nur von hier aus so schlecht, ne? Nee. Wann kommt meine Bestellung? Ach so. Das ist eine Bestellung. Das habe ich gar nicht so als Bestellung wahrgenommen. And a large soda. Wann kommt denn deine Bestellung? Lass mich mal überlegen. Nee, Nummer 9 ist leider aus. Und die Nummer 6, die kriegen wir erst nächste Woche. Nickelbarren. Zwölfmal Leder, krass. Ingo lässt die Mucki spielen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ja. Aber ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Okay, dann gucken wir erstmal da drüben. Denn hier noch irgendwas? Hat das irgendwas gebracht, dass ich das da runterknallen lassen habe? Nicht so wirklich, ne? Guck noch mal kurz auf die Karte. Okay, warte mal, da haben wir was. Und da haben wir was. Gucke gerade auch ein bisschen nebenbei nach irgendwelchen Briefen und Zettel, aber wieder gerade nix. Alter, ich sehe das kaum. Was ist das denn? Irgendwas mit Prozent, Peter. Das ist so klein, das kann ich gar nicht lesen, ey. Ha!
90% Irrsinn, 10% Koffein. Okay. Wo treibst du dich denn rum? Was siehst du, alte Freundin? War da gerade den Schlüssel nehmen wir mit, ne? Hab's geschenkt bekommen und fand. Ja, obwohl 10% Koffein stimmt wahrscheinlich nicht, ne? So viel Energy, wie du säufst. Ist ja kein Trinken mehr, ist ja schon Saufen. Eigentlich müsste das doch genau andersrum sein. Schlüssel jetzt hin. Flieg, Freundin. Da. Nachbar. Hab ich nicht gesehen. Der oben oder ist der unten? Ah, der scheint hier unten zu sein. Okay. Geheimnisvoller Schlüssel. Wieso Mobbing? Wie kommst du denn jetzt auf Mobbing? Du trinkst ja jeden Tag Energy, oder? Mit Kräutersaft. Manchmal höre ich so deutsche Wörter, wenn die da labern. Aber mit Kräutersaft, hat die gerade gesagt. Nicht mehr? Wie kommt's? Hi, Dennis. Boah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Das ist klar bei dir. Okay, da haben wir auch noch meine Quest. Wann ist hier der Würfelspieler nochmal? Hey. Kommen wir hier rein? Vielleicht übers Dach. Mal gucken. Sieht aber gerade nicht so aus. Oh doch. Soweit auch gut, sehr schön. Gibt es einen Grund, warum du in letzter Zeit nicht mehr fast jeden Tag streamst? Weil früher müsst ihr wissen, hat der Dennis fast jeden Tag gestreamt. Immer wenn er konnte. Und in letzter Zeit... kaum noch. Bin auf Cola umgestiegen. Cola ohne Koffein? Weil ich kenne nur Cola mit Koffein. Ist in Cola nicht eigentlich auch so viel Koffein drin wie in so einem Energy Drink? Steht gar nicht da, wa?
Da steht zwar Koffein drauf. Da ist ja gar nichts mehr drin. Da steht bloß Aroma-Koffein. Gewagte Theorie, er hat eine Freundin. Oh, die hat er vorher schon gehabt. Er ist jung und braucht das Geld. Cola hat wenige. Ich weiß nicht, also bei mir steht drauf. Bei meiner Pepsi steht drauf. Aroma Koffein. Also anscheinend ist da 0 Milligramm Koffein drin in meiner Pepsi. Nix, nada, niente. Komplett leer. Was dein Leben etwas umgekrempelt? Mach jetzt mehr Sport und mehr. Du hast ja so schon so viel Sport gemacht. Aber wenn du mehr Sport machen willst, ne, dann mach einfach deine Trainingssachen, die du da über die Kanalpunkte machst, mach die einfach billiger. Dann werden die auch mehr gekauft. Oder mach den Cooldown raus oder so, falls du einen drinnen haben solltest. Weiß das schon ja nicht mehr. Ob da ein Cooldown drin war. Es gibt halt manche Sachen, die sind halt einfach echt teuer. Das ist ja bei mir genauso, aber das ist ja auch beabsichtigt. Aber du willst ja eigentlich Sport machen. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Deswegen mach es billiger. Noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Wir müssen mal ein paar Schlüssel einsammeln, glaube ich. Steht bei mir auch. Also hast du auch keinen Koffein mehr drin, oder was? Oh mein Gott. Minchi hat gelogen. Nicht mal 10% Koffein hat sie. Oh mein Gott. Was Frauen so bewirken? Nee, der Dennis war ja so schon immer sportlich. Jetzt trainiere ich mindestens 5 Tage in einer Woche. Aber du sahst ja trotzdem nicht fett aus oder so, ne? Also du warst ja trotzdem schon recht sportlich. Und hast ja auch schon während des Streams immer so einen Sport gemacht, fand ich. Also ziehst gerade ordentlich durch, Dennis, oder was? Auf den Stepper hat er gestreamt und der musste dann, solange wie er gelaufen ist, solange lief denn der Stream auch und sobald er irgendwie Pause gemacht hat, war der Stream aus oder wie läuft das da? Hallo Ben. Einen wunderschönen Donnerstag, wie geht's dir? Da oben haben wir noch ein Artefakt, das nehme ich auch noch mit. Wo sind das genau? Ja, wie gesagt habe, oben.
Okay, das machen wir nochmal. Spiel, ey. Sonst kletterst du doch auch an dem Scheiß hoch. Spiegel hier hoch, hoch, runter, jetzt hoch. Nimm mal ein Beispiel. Ich hatte ja auch mal meine Sportphase, wo ich dann jeden Tag 3 Stunden spazieren war. Das hat echt geholfen. Also ich war ja auch schon mal auf 90 oben. Dann hatte ich ja meine Spazierphase. Da, glaube ich, ein Jahr lang war ich jeden Tag spazieren. Bis zu 3 Stunden am Tag. Hab da meine, keine Ahnung, was, 12 Kilometer oder was das waren. Also 25.000, 30.000 Schritte bin ich jeden Tag gelaufen. Und irgendwann war ich dann von meinen 90 Kilo runter auf... Ich glaube 70 oder so waren das dann. Und dann war schon wieder Winter und dann habe ich aufgehört. War mir wieder zu kalt. Aber ja, eigentlich müsste ich mal wieder laufen gehen. Nein, lass runter, 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 runter. Danke, weiter geht's. Muss ich überhaupt noch lang? Ah, ja, da hinten ist es noch. Weiter. Weiter. Hat nicht geklappt, weil du zu lahmarschig warst. Weil du auch in jeden Scheiß wieder hochgeklettert bist, ey. Nackenschmerzen? Was ist denn da los bei dir? Wie hast du das denn geschafft? Wäre da 5 Minuten schon müde. Ja, wenn es klappt, Dennis, warum nicht, ne? Wenn es halt dein Ding ist, dann zieh's durch, ne? Ich meine, ich hatte ja auch diese Phase, wo ich jeden Tag draußen war. Wie gesagt, war ja auch dann jeden Tag spazieren, alles Mögliche. Hat ja auch Spaß gemacht, ne? Aber ja, so je mehr man draußen macht, desto weniger Zeit hat man dann natürlich zum Zocken und Streamen. Das war ja bei mir auch so. Ich habe ja auch aufgehört, ja. Erstmal. Schade. Da. Nice Spiel, nice. Kann ich gleich wieder zurücklaufen. Nice. Nice. Ist zu schön nach unten gesprungen, ne? Nice. Können wir gleich nochmal machen. Nice Game, nice.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich keine Schmerzen irgendwo habe. Wenn, dann sind es immer nur relativ kurze Schübe, sage ich jetzt mal, aber keine dauerhaften. Rennt sie schon, ja. Oh, nach oben klettern diesmal. Und das alles nur für so ein verficktes Tattoo. Das können wir ändern. Ah, Minchen will mir helfen, ja. Okay. Ihr habt es alle gelesen. Ja, wenn es zu Zeugenaussagen kommen muss. Bist du so müde und kaputt, oder was? Aber aufpassen, ne? Nicht zu viel schlafen. Dann bist du nur kaputter. Was ist das hier? Ist das Schach? Guck mal, die haben sogar noch ein normales Spiel hier. Naja, so normal. Normal sieht das nicht aus, aber... Hier wird es kein Würfelspiel. Die scheinen noch irgendwas anderes zu haben hier an Spiele. Screenshot ist raus. Hab's ja eh on Stream, ne, da oben. Kann man also nicht aus dem Kontext reißen? Hier brauche ich einen Schlüssel. Okay, dann gucken wir uns mal den Schlüssel an. Der ist da oben irgendwo. Ich schlafe viel zu wenig. Arbeit, Kind, Stream. Ja, da muss eins auf der Strecke bleiben erstmal, oder? Wenn er zu viel... Also wenn du keine Zeit hast, musst du was weglassen erstmal. Ja. 24 Stunden ist zu wenig, wenn man noch schlafen will. Man muss halt Prioritäten setzen, ne? Also sag mir, was ist deine Priorität? So, wo haben wir denn noch Schätze? Was mit der Rüstung? Kann ich die schon holen? Einfach mal ausprobieren, wa? Vielleicht kann ich ja schon die Rüstung holen. Mal schauen, was das ist.
Welche Rüstung habe ich hier an? Genau, wir haben die Rüstung an, die so nach und nach immer mehr Schaden verursacht. Ne? Wo war denn eigentlich diese andere? Haben wir nicht schon so eine andere gehabt? Die nach jedem Schuss irgendwie den... Guck mal, hier kriegen wir sogar... Ja stimmt, da stapelbar, 5-mal. Aber da musst du halt auch aus 20 Metern und plus schießen, ne? Ja, nee. Das ist ja, die kommen ja mal angeschissen, die Säcke. Die rennen ja immer in diesen Nahkampf rein, weißt du? Das ist ja keine Chance, die auf 20 Meter oder so zu machen. Weil hier schon wieder ein neues gekriegt. Der Kompass. Groß und stark. Wenn man auf der Toilette ist, spart man sich 30 Minuten. Wie lange kackst du denn, ey? Ist das deine eigene Erfahrung? Ben, Stufe 4, herzlichen Glückwunsch. Ich esse 24. Hallo Daniel, auch dir einen schönen Donnerstag. Dann sag ich mal vielen Dank für den Lurk und viel Spaß. Hier sind wieder Gegner. Okay. So, hier haben wir aber auch einen Schlüssel. Da hinten haben wir auch noch einen Schlüssel. So viele Schlüssel hier, ey. So, wen machen wir denn zuerst? Erstmal den hier. Und dann den. So. Erstmal den. Und dann den. So, was hier mit Kumpeline? Daneben. Okay, sehr schön. Müssen wir nochmal schießen? Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ja, wäre vielleicht besser, ne? Nachdem wir jetzt schon 5 Gegner gemacht haben. Wer ist... Fingerfood. Die erzählt immer, die isst riesige Portionen, aber dabei, also ja, für uns ist das Fingerfood, für sie ist das riesig. Also ich sag mal so, ich könnte mir auch wahrscheinlich Schlimmeres vorstellen, aber bei den Essenspreisen aktuell, ich meine, Essen wird ja auch nicht billiger, ne? Kann das, glaube ich, auf Dauer denn was siehst du? Ganz schön auf die Tasche gehen. Schlimmer als irgendwie immer Hunger? Wer will für mich Python lernen? Also ich möchte Python nicht lernen. Hab schon genug andere Programmiersprachen.
Da brauche ich nicht noch eine. Aber es gibt garantiert so richtig coole Tutorials auf YouTube, die bringen dir das gut bei. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Was willst du denn machen im Python? Kenne ich zu gut. Ja, im Prinzip habe ich auch die ganze Zeit Hunger, aber kann das halt ignorieren. Habe ich deswegen jetzt einen schnellen Stoffwechsel? Nö. Ich werde auch den ganzen Tag fressen. Nur das Problem bei mir ist, das setzt halt super schnell an. Wenn du mir jetzt hier eine Tüte Chips hinstellst, würde ich die essen. Wenn du mir eine Tafel Schokolade hier hinstellen würdest, würde ich die essen. Diesen Wachen entgeht nichts. Ich kann auch den ganzen Tag futtern. Oh, das ist ein Goliath. Mach da mal hier einen auf Markieren, danke. Weiß nicht, warum das hier ständig immer abmarkiert wird. Nochmal. So, wo ist der?